sofort diese Geschichte von: Wie stehst du zu Kindern? Wann willst du Kinder haben? Möchtest du Kinder vielleicht heute Nacht schon zeugen? Und du denkst aber so, Moment mal. Natürlich bin ich 38. Was denkst du denn? Aber Gamescom war witzig. Gamescom habe ich das auch ein paar Leuten gesagt, dass ich 38 bin und die wussten halt nicht, wie alt ich bin. Und, so live Leute zu sagen, dass ich 38 bin, war schon lustig, ey. Teilweise wirklich so Blicke, ey. Und denkst einfach nur, ja, sorry, was soll ich machen? Wenn man halt nicht rausgeht und nur zockt. Sonne ist halt der Feind für Haut. Scheiße. Ich dachte, ich bin in der Tür drin. Und er hält viel aus. Ich muss jetzt ein bisschen ruhiger sein wegen dem Frauenthema, wo mein Vater gekommen ist. In den Chat. Sonst rede ich mich hier um Kopf und Kragen, wenn die mal kennenlernen. Die Dame, weil die kennen die ja noch nicht. So, der Amtssitz des Königs. Du bist überhaupt nicht immer hier, Papa. Du guckst immer am Anfang vom Stream mal rein. Ah ja, der Verrat der im Hotel des Invalides stationierten Soldaten lässt den Wind der Rebellion durch eure gesamte Armee wehen. Unter diesen Umständen empfehle ich die Ausweitung der strengen und gerechten Maßnahmen, die bislang aufrührerischen Angehörigen des dritten Standes vorbehalten waren, auf eure eigenen Truppen. Wer sich weigert, die Waffen niederzulegen und in der Kaserne zu bleiben, muss gnadenlos vernichtet werden. Das Wohl der Krone steht auf dem Spiel. Euer erster Berater, Comte Alessandro de Cagliostro. Oh, meine Mutter ist auch im Stream. Nee, jetzt rede ich überhaupt nicht mehr über ein Date. Es wird noch mein Bruder, ey. Whoever opened it had the key. Yuneka's bonds are still there. Something engraved on it. Ah, der Safe ist. Ricchetti. Der Safe wurde schon gesprengt. Whoever broke into this safe left behind the most valuable thing in it. This doesn't make sense. Meine Eltern werden sie ja irgendwann mal kennenlernen. Aber noch nicht jetzt. Wobei ich sie gefragt habe, ob sie Lust hätte, nächste Woche oder. Ne, stimmt gar nicht, diesen Sonntag mit zu meinen Eltern zu kommen zum Essen, aber das will sie erst, wenn sie wieder ganz gesund ist. Also nächsten Monat irgendwann mal. Ich glaube, das ist zeitlich auch okay. Dann sind es so schon fast 3 Monate, dass man sich kennt. Da darf man meine Eltern auch einmal kennenlernen.
Meine Freundin sieht 100% aus wie ich, nur mit blonder Perücke. Nee, der König ist nicht im Amtssitz. Ich glaube, der König selbst wird auch in so einer Truhe verwahrt sein und kontrolliert darüber auch den Endboss wahrscheinlich. Und so wirst du den, also du wirst den König ja selbst retten müssen. Der König wird am Arsch sein. Guten Abend, Answin. Das, glaube ich, ist der Plot am Ende. Wollt ihr vielleicht gleich heiraten? Nein. Ich habe keine Torschlusspanik oder sowas. Vor allem wäre das, das habe ich gelernt, das heißt, Love-Bombing. Wenn du relativ früh, sag ich mal, von Liebe sprichst und einen Antrag machst und solche Geschichten. Wenn das einem passiert, ist man sogar ein Opfer. Die Automaten wurden vom König gebaut und die wurden auch von dem aktiviert, angeblich. Also laut Geheiß des Königs wurden ja relativ viele der menschlichen Wachen ersetzt durch die Automaten am Ende und auch von den Automaten abgeschlachtet, weil die Automaten laufen mit Lebensenergie. Und das ist ja, sag ich mal, die Plotgeschichte. Und ich laufe ja auch mit der Lebensenergie von irgendjemandem, wo ich bedenke, also ich denke, dass ich mit der Energie der Tochter von dem Erbauer der Automaten laufe. Nur dass die halt letztendlich auch wirklich kontrolliert wird. Also die kann halt den Automaten selbst kontrollieren so ein bisschen. Weil der Automat ja hier sprechen kann und auf die Erinnerungen zurückgreifen kann von der Dame. Mich hat mal eine nach dem Hallo beim ersten Date, um sich kennenzulernen, einfach als erst gefragt, ob ich vorhabe, im nächsten Jahr zu heiraten und Kinder zu bekommen. War mir etwas zu schnell gegangen. Richtig, das ist übrigens das, was ich in meiner Altersgruppe date. Oder es sind halt dann Frauen, die sagen, also Kinderzug ist ja für mich abgefahren. Das müssen wir gar nicht erst bereden mehr. Wir können höchstens was adoptieren. Aber ich habe mit den Jahren so gedacht, dass ich will schon Kinder haben, glaube ich. Also ich denke schon. Ich hoffe, meine Eltern sind inzwischen weg. Nicht, dass sie das gehört haben. Richtig, ich würde auch adoptieren. Wenn man nach 40 als Vater ein Kind zeugt, soll das schlecht für das Kind sein. Was soll denn schlecht am Kind dafür sein? Dass später am Spielplatz alle fragen, ob ich der Opa bin? Irgendwas mit dem Herzen. Okay.
Naja. Oh, ich habe vorhin eine Serie gefunden auf meiner Liste. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber der Text war so toll. Was ging irgendwie um einen, um Mädel, die das erste Mal Geschlechtsverkehr hat mit ihrem Freund und der stirbt beim ersten Mal. Wo ich so sofort gedacht habe, okay, das ist nicht zum Lachen, aber was, wie traumatisiert bist du, ey, wenn du das erste Mal Sex mit jemandem hast und die Person stirbt einfach. Also ich glaube, das Alter ist eher... Ist halt irgendwie ein bisschen... Ist halt irgendwann doof, auf so einem gewissen Alter noch Kinder zu kriegen. Das ist der Rückweg. Oder als Vater dann noch, dann bist du ja der Superrentner. Mit einem Haufen Kindern später. Und sagst, ja, sorry, geht nicht, bin ich zu alt für. Wenn irgendwas ist. Als Rentner kann sich wenigstens die ganze Zeit um die Kinder kümmern. Ich muss durch den Garten nochmal durch, um das Vitrol zu beschaffen. Richtig, nicht jeder wird 80 oder 90 und es kann natürlich sein, dass Kinder nichts mehr von dir haben, weil du einfach tot bist. Das tut mir sehr leid, Philly. Hat dieselben Hobbys wie du? Nein. Aber ist nicht schlimm. Also sie ist halt kein Gamer, aber es war noch nie in der Beziehung wichtig bei mir. Und die... Also es war mir nie wichtig, ein Gamer-Girl zu haben. Null. Witzigerweise hatte ich auch die längsten Beziehungen eigentlich mit den Mädels, die keine Gamer waren.
Ja, aber sie kann mit dir zocken, da bin ich schon neidisch. Bitte, was? Sie kann auch nicht kochen. Und sie ist auch... Sie mag es halt auch sauber, aber nicht ordentlich. Also ordentlich ist ganz cool, aber man schafft es halt. Ihr siehst da, das ist wirklich genauso wie ich. Bei mir ist auch sauber, aber nie ordentlich. Das ist halt einfach so. Ist halt immer so ein gewisses Kreativchaos bei mir in der Wohnung. Und sie ist da genauso. Unsere Kochskills werden wahrscheinlich gleich sein. Das bedeutet, wir können beide einen Toast grillen. Hier komme ich doch auf das Feld raus. Also wo will er mich hinschicken für das Vitriol? Ah, dazwischen. Solange sie kochen lernen möchte, ist das okay. Und sie möchte eigentlich Karriere machen. Sie möchte eigentlich einen Hausmann haben. Immer noch. Richtig, Pizza bestellen tut sie ganz gerne. Döner mag sie aber lieber. Aber wo wir gerade dabei sind. Ja, sie findet das auch total super, dass ich halt, sag ich mal, zu Hause arbeiten kann. Weil sie einfach dann schon sagt, ja, ist doch total super. Mann macht halt morgens Mittagsschicht mit den Kindern und abends Schicht macht die Frau dann. Also sieht das sehr pragmatisch mit dem, was ich hier tue. Was ja auch okay ist, weil ich genauso bin. Ne, sie meinten, also es gibt keine Kinderplanung. Sie weiß auch, dass sie mal ein Kind haben wollen würde. Aber nicht jetzt. Ich erzähle euch eigentlich wieder viel zu viel aus dem Nähkästchen, Ladies and Gentlemen. Wobei sie das auch nicht schlimm findet, wenn ich im Stream ein bisschen quatsche. Ich habe ihr gesagt, es gibt halt Grenzen. Man muss ja nicht alles erzählen. Jedenfalls bei mir. Und sie fand es eigentlich ganz süß, als ich ihr gesagt habe, dass ich schon mal im Stream über sie geredet habe. Also, das ist aber süß. Habe ich gemeint, du weißt ja nicht, was ich erzählt habe. Da erzähle ich ja nur Böses. Mit wem möchtest du sonst über sie reden? Freunde? Verwandte? Mit mir selbst vom Spiegel? Ich weiß, dass sie schon mal in meinen Stream reingeguckt hat, als ich Spider-Man gespielt habe, weil die das einfach mal sehen wollte, was hier so abgeht. Aber ich glaube nicht, dass sie gerade da ist.
glaube, der war ein bisschen vom Crusader Kings 3 Event erzählt und ich glaube, da wird sie mal reingucken, weil sie fand das sehr interessant vom, von dieser Thematik mit den Dynastien. Obwohl ich sagte, das ist halt ein relativ trockenes Excel-Tabellen-Strategiespiel. Da hat die auch gemeint. Ah, ist ja voll cool, dass ihr sowas macht mit so vielen und macht das mal. Macht bestimmt gut Spaß. Und das ist auch das, was ich mir von einem Partner erhoffe. Zu sagen, wenn ich ein Event habe, Freitag und Samstag, das ist voll cool, mach das mal. Das bringt mich auch vorwärts so in etwa und nicht, ja, dann haben wir ja Freitag und Samstag keine Zeit füreinander. Wie man es halt auch mal erlebt bei Menschen. Moment, neue Korrespondenz. Ich schicke Ihnen das Vitriol, das ich entdeckt habe. Das Vitriol, das Sie mir geschickt haben, reicht aus, um mindestens eine der Laternen zu zerstören. Monsieur de Robespierre sprach jedoch etwas Wichtiges an. Niemand von uns Sterblichen kann sich diesen verfluchten Vestalinen nähern, ohne dabei umzukommen. Monsieur de La Fayette erwähnte Pierre Audelore de La Closse, ein Hauptmann der Artillerie und Militäringenieur, der eine revolutionäre Kanonenkugel entwickelt hat. Das Projektil wird intakt aus der Kanone abgefeuert und verteilt seinen Inhalt erst beim Auftreffen auf das Ziel. Wir müssen diesen Ingenieur finden und ihn überzeugen, das Geheimnis seiner Erfindung mit uns zu teilen. Er dient dem Duc d'Orléans und niemand weiß, wo er sich derzeit verbirgt. Halten Sie Ausschau nach ihm. Die Hilfe dieses Mannes könnte ein entscheidender Vorteil für uns sein. So, ich habe mich zu dem Treffpunkt begeben und habe hatte eine unerwartete Begegnung mit Madame de Polignac, der Vertrauten der Königin. Aber das war das mit den Kindern. Und die Reiter hatten wir ja auch gefunden. Wir dürfen keine Zeit verlieren, falls noch möglich. Müssen die Kinder aus den Klauen der Orleanisten befreit werden? Oh, wenn ich nur diese Ratte Marat in die Finger kriegen könnte. Ich würde einen Weg finden, ihn zum Reden zu bringen, glaub mir. Scheiße, ich habe natürlich das mit den zur Rede stellen. Toll. Natürlich ein bisschen weit weg. Ja, muss ich leider mal ins Gebiet rein. Bin ich mächtig, ey. Ich mag deine Tinder-Story. Du meinst meine Tinder-Stories. Aber es wird ja... Im Optimalfall wird es ja nie wieder welche geben.
deine Party-Stories. Oh, ich finde sogar nochmal Wege. Ups, scheiße. Nein! Da war noch was. Da komme ich jetzt aber nicht mehr zurück. Wirst du dann keine Playbus mehr kriegen, laut deiner Aussage, lutschen, achso. doch, ich werde immer noch Playbus kriegen. Ich muss leider sagen, tut mir leid, ich bin in einer monogamen Beziehung und kann leider keine Schwänze mehr lutschen. Und deshalb, wird es ein bisschen schwieriger, aber es wird nicht unmöglich sein. Man sollte auch ein bisschen flexibler sein manchmal, ne? Es gibt ja immer noch Handjobs. Das ist dann ein bisschen besser, aber ich glaube, man kann das auch einfach mit seinem Partner absprechen, dass das in Ordnung geht. Es ist ja für den Job. Sie wusste, dass sich auf eine Schlampe einlässt halt. Also ich bin die Schlampe. Und ich halt manchmal was tun muss für meine Arbeit. Ist halt voller Einsatz. Ein Lutschlied habe ich als Klingelton. Das ist sehr schön. Ich hoffe, du hast es dir selbst erstellt und nicht als Jamba-Abo. Darf man fragen, was sie schafft? Sie hat einen Bachelor abgeschlossen jetzt und fängt jetzt an zu schaffen. Aber sie hat was studiert, was systemrelevant ist. Geht doch nur ums Geschäft, nicht um Liebe. Ist halt so. Für Entwickler bin ich da. Ich müsste fragen, wie das bei Entwicklerinnen ist. Das könnte ja ein bisschen anders sein. Also ob dir das okay fällt oder nicht. Aber das war jetzt erstmal genug überlutschende Schwänze. Ihr wisst, dass das nicht wirklich passiert. In Wahrheit überweise ich eine Menge Geld.
Das mit OnlyFans. Übrigens. Witz ist wirklich, jede Frau, egal wo, scheiße. Hat das schon mal drüber nachgedacht, ey. Auch so Leute, die ich treffe und so, ne, OnlyFans, du könntest eigentlich so gut Kohle verdienen und ich, boah, ich muss hier am Start starten, ey, es ist so kacke. Hoffentlich finde ich den Weg wieder. Hier war ich nicht lang gegangen. Ich war durch den Garten gegangen. Hier links. Bei den Entwicklern hast du eher Chancen durchzukommen, weil die dich direkt an den Publisher weiterleiten und der Publisher dann, sag ich mal, schon die Connection hat. Okay, der kommt von Entwickler. Das wird schon irgendwie stimmen. Also meistens die Entwickler bedeuten entspannter als die Publisher. Guten Abend, Xenom. Wobei es auch auf den Publisher drauf ankommt. Gehört zum Beispiel Sony, hat ja sein Influencer-Network und das soll super entspannt sein. Mit Key-Vergabe und so weiter. Aber da ich ja keine PlayStation oder sonst was habe, warum soll ich Sony-Influencer werden? So in etwa, ne? Warum soll ich da in diesem Network drin sein? Bringt ja nichts. So, ich hoffe, jetzt hat der gespeichert. Ja, jetzt für ein paar Spiele, die für den PC rauskommen, aber da kann ich auch über Epic gehen, weil ich ja Epic-Partner bin. Und die darüber beziehen, weil die ja meistens Epic-exklusiv kommen. Ich verpasse die Drops immer für PlayStation, Leute. Ich würde ja eine mal eben kaufen. Mal eben vor allen Dingen. Auf dem richtigen Weg. Das schaffe ich auch so, sehr schön. Wobei, naja. Ich würde halt schon gern das Zeug holen. Die Sache ist einfach, alle, die eine PS5 haben, sagen, ja, es gibt immer mal ein cooles Spiel und dann kommt Ewigkeiten nichts. Was du spielen willst. Und der Stand ist halt seit Release von der PlayStation. Seit Elden Ring das Ding nicht mehr angehabt. Ja, du musst halt die Sony-exklusiven Titel spielen. Wenn du die magst, dann wirst du so ein bisschen bedient, aber alles andere, ja,
Wieso? Wofür hat man sonst eine PlayStation 5? Warum tut mir der Rücken jetzt so weh? Das ist die Anspannung kommt wieder. Da wo ich heute massiere. Vom Mobs natürlich. I have just come from the Tuileries. The Armoire d'Affaires has been ransacked. Diable! Someone beat us to it. This is very unfortunate. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu! How dreadful. Dreadful indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A dueling pistol. With your name engraved on its plate. Oh, I... May we? You're right. It is my pistol. It was stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Versailles. But how on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. I'm going to have a look around. With your permission, of course. Well, since I'm in no position to dissuade you. Du, du, du. Hast du noch irgendwas zu sagen? I'm going to have a look around. Well, since I'm in no position to... Ja, du kannst mich auch nicht davon abhalten. Was liegt denn hier vor deinem Grill? Du hast irgendwas verbrannt! Nur wenige Zeilen wurden nicht von den Flammen verzehrt, wie es eure Majestät beliebt. Vertreter des dritten Standes, deren Wut vermerkt werden sollte. Euer treuer und verschwiegener Diener. Ihr habt was versucht, im Kamin zu verbrennen. Nachtzeit 1, Alter. In a hurry. I'm eager to hear your explanation. It's nothing at all, I assure you. Frivolous letters that were cluttering my desk. I find your defense unconvincing. Why won't you tell me the truth? You don't understand. This is a matter of the utmost importance that I cannot discuss with a creature such as yourself. I am an automat, monsieur. This is true. But I serve the queen. And my only aim is to put a stop to the crimes that have befallen the kingdom. Well, know that you're not alone in serving the queen. You claim to be a friend of the queen. The king has gone insane. After what happened at Meudon, that much is clear. We can no longer expect any leniency from him. Hence my support for his wife. She's a headstrong woman, and much wiser than she lets on. You must know that she means to put her youngest on the throne, the young prince, Louis Charles. A regency would restore peace and unity to the kingdom. Then all that would remain would be to establish a constitution. I have the support of the people. They trust me. I'm the only one that can bring about these reforms. I found your pistol in the hands of a dead man. Who was this unfortunate soul? Mathieu, one of the servants I had sent to retrieve the letters. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use to him against the king's automats. Tell me, what happened at Meudon?
It's all here in this letter, written in the King's own hand. Please, give it to the Queen. She must learn the truth. What was in those letters you threw into the fire? My private correspondence with the King. I had a key to the armoire, which served as a mailbox. Are you conspiring with the King? No, you don't understand. I was something of a shadow advisor, a diplomat, working in complete discretion. I feared his stubbornness would lead the kingdom to ruin, so I tried to reassure him regarding the aims of the Third Estate. But when Vaucanson told me what happened at Meudon, I realized it was a lost cause. Why were you in such a hurry to destroy your correspondence? The letters contained sensitive information about my Third Estate colleagues. If it had gotten out, I would have surely lost my allies' trust, as well as any hope of establishing a regency along with it. An Abbey Edgeworth de Fiermont. Pater, Sie nahmen mir die Beichte ab. Sie hörten mir immer zu und verstanden mich. Sie unterstützten mich an dem schrecklichen Tag, als Gott selbst mich verließ. Und heute muss ich Ihnen das Schlimmste aller Verbrechen gestehen. Ich gestehe, dass ich meinen Sohn getötet habe. Ich befahl die Verabreichung des Gifts, das ihn tötete. Im Glauben, ich würde aus schwärzester Magie ein Wunder wirken und dem Kind, das die Ärzte für verloren hielten, einen prächtigen Körper schenken, beschmutze ich die Seele meines geliebten Sohnes. Nun ist sein unschuldiger Geist in einem grässlichen Metallkäfig gesperrt. Ich habe meinen Sohn in eine verfluchte Kreatur verwandelt, halb Mensch und halb Maschine. Und er versucht, die Mauern des Gefängnisses einzureißen, indem wir ihn zu halten hofften. Sein einziger Wunsch war es, zu lachen und die Schönheit der Welt in sich aufzunehmen. Doch ich habe ihn dem Entsetzen, dem Wahnsinn und der äußersten Form von Einsamkeit überlassen. Ich will nur eines, Monsieur Abel. Geben Sie mir meinen Glauben zurück. Ihr König befiehlt es Ihnen. Nach dem Nichts des Philosophen verlangt es mich nicht. Das war's. Ah nee, doch nicht. Ich will die Ewigkeit damit verbringen, für mein unaussprechliches Verbrechen zu büßen. Ich will ein himmlisches Gericht, um mich dort vor meinen Schöpfer zu verantworten. Atta, ich will, dass meine Seele ewig besteht, damit sie für alle Zeiten in der Hölle brennen kann. Louis. Ja, ist dabei belassen, gibt nichts mehr. Der König hat seinen Sohn getötet und in eine Maschine verwandelt. Traumhaft. Aber ich habe ja vorhin an der Kutsche Kutschenmarken gekauft. Ja, möchte ich. Die verbrauchen sich zwar, aber man spart einfach eine Menge Zeit. Was haben wir hier noch? Im Hotel de Marciac umsehen. Nicolas Flamels Krypta betreten. Ja, dann haben wir nämlich wieder alle Missionen gemacht, die wir hatten für das Konzil. Wir können zurückgehen und danach uns der Hauptmission widmen. Wobei, was kriege ich denn tolles Geschenk vom Konzil? Gar nichts. Die sagen dann, top. Hat der nicht eben gesagt, dass die Königin ihren Sohn auf den Thron setzen will? Du könntest ja nachgucken, wie viel er mit der österreichischen Dame hatte damals. Also ich denke mal nicht, dass sie nur ein Kind hatten. Ausgewichen.
Und können natürlich sein, dass sie zwei Kinder haben. Dass er nur einen seiner Söhne getötet hat. Der halt krank war einfach. Nur, in Anführungsstrichen. Ich habe nur ein Familienmitglied getötet. Schaut euch den König an, der hat viel mehr getötet. Ah, jetzt ist der Durchgang hier offen. Ich bin keine Maschine, ich bin ein Automat. Ich glaube, das ist wichtig. Oh, verzeiht. Mon Dieu. Wieder auf, mir Französisch beizubringen. Scheiße. Frankreich ist schön, aber immer wenn man als Deutscher hinreist mit seinen Kumpels, sieht man keine Menschenseele. Von vorne. Dü-dü-dü. Ja, was denn jetzt? Kann ich das runterschießen in den Sack oder... Ja.